Okay, ich lasse das einfach mit dem Begrüßen. Ich überlege mir, was ich machen will. Wenn die Kamera angeht, irgendwas Besonderes, irgendwas mit... Der sitzt da noch vom Yoshi aufnehmen von vorhin. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Your Daily Dose Minecraft. Heute auch wieder live an diesem wunderschönen Dienstag. Wo ich immer das Gefühl habe, es könnte immer noch Montag sein, aber es ist Dienstag. Es ist wirklich Dienstag. Ich komme noch nicht damit klar, dass ich Montag einen Let's Play Pausentag habe, den ich aber dringend brauche, um aufzunehmen. Hat auch ganz gut geklappt. Ich habe allerdings gestern den ganzen Tag in meinem Square Enix Video geschnitten, das noch nicht fertig ist. Ich will es auch erst noch absegnen lassen. Ich bin noch nicht so hundertprozentig damit zufrieden. Ich mag die Musik, die ist cool. Okay, das ist jetzt die Grundidee vom Haus. Dann braucht das Haus noch Fenster. Wie habe ich die denn da drüben gestaltet? Wir kommen doch ganz gut voran mit dem Bauen, oder? Läuft eigentlich ganz gut. Doch, ich bin ganz zufrieden damit. Seid ihr damit zufrieden? Ich bin ganz zufrieden damit. Wir haben in der letzten Folge von Your Daily Dose Minecraft über die Gamescom geredet, weil ich natürlich auf der Gamescom dieses Jahr war. Sonst hätten wir auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht nicht so viel Gesprächsthemen dafür gehabt. Das passt. Ich war ja eigentlich nie so gerne der Gamescom-Gänger, weil es ist blöd, wenn man keine Termine hat, dann bringt einem die Gamescom irgendwie so meh. Aber ich habe Termine bekommen dieses Jahr. Sehr viele Termine, sehr viel zu tun gehabt. Und das hat dann schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da hat sich das auch mal ausnahmsweise richtig gelohnt. Also hier unter mir ist definitiv eine Höhle irgendwo. Ich finde halt, wie gesagt, dass die Gamescom sich so ohne Termine nicht unbedingt lohnt. Verdammt, das geht nicht auf von der Größe. Dann da zwei und da auch zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Dann passt das so. Hier bleibt es zu. Ich glaube, das hier ist ohne Vocals. Wäre ganz cool. So. Achso, ich sollte die... Oh, schon vorbei. Schade. Na, hat Spaß gemacht? Hör auf, mit mir zu schnüffeln! So, dann begeben wir uns mal wieder auf zurück nach Hause und reparieren die Spitzhacke, für die wir hoffentlich genügend Levels haben. Ich denke, wir sollten genügend Levels dafür haben. Ich sag gerne das Wort Levels. Klingt lustig, so schön eingedeutscht. Level. Hatten wir da noch, könnten wir eventuell... Nein, könnten wir nicht, weil wir haben nicht. Es wird auch mal wieder Zeit, dass wir uns einen Gast einladen. Definitiv, es wird auch mal wieder Zeit, dass wir uns einen Gast einladen. Ich weiß noch nicht wen. Mal gucken. Mal schauen. Irgendwie das Gefühl, die Hühner werden immer mehr da drin. Ich habe ja jetzt auch wieder recht viele YouTuber auf der Gamescom getroffen. Vielleicht kann man da ja mal was klar machen. Also mal sagen, ey du, wie wär's mal, du, ich aufnehmen. So mache ich das eigentlich immer so, das ist doch total schwachsinnig. So, jetzt ist. Geht doch. Dann reparieren wir das Ganze mal. Dann gucken wir auch gleich mal, was ihr so geschrieben habt. Ich habe zwei Kommentare rausgesucht. Ich werde noch ein paar mehr Kommentare raussuchen. Ihr könnt auch immer gerne Fragen zu den... ich muss ja da unten hin. Fragen zu den Spielen stellen, über die in der Gamescom da berichtet worden ist. Allerdings habe ich halt, wie gesagt, nicht so viel gesehen. Ja, das ist die. Gut. Weil ich halt doch mit den Terminen da ziemlich viel zu tun hatte. Also Sims 4 technisch habe ich, glaube ich, alles, was es zu wissen gibt, gesehen. Ich war bei der Präsentation, bei der Pressekonferenz. Ich habe mitgeschrieben und jede Menge Informationen mitgenommen. Nichts, was jetzt nicht auch schon auf den offiziellen Seiten wäre von den ganzen Sim-Seiten, ist klar. Dennoch habe ich vor, halt aus meiner Perspektive zu sprechen und nicht halt, ja, quasi das Schriftliche von meinen Kollegen zu nehmen. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man das so ein bisschen so seine eigenen Eindrücke bringt und auch mit den eigenen Worten. Das klingt so weihnachtlich, die Musik. Muss das sein? Da
Da ist die Disco-Kuh wieder. Hi, Disco-Kuh. Ignoriere mich einfach. Ja, ignoriere mich doch. Gar kein Problem. Das bin ich gewöhnt. So, da hatten wir normale Glasscheiben. Ja gut, um die Deko kümmern wir uns dann noch, wenn das Haus steht. Das sind die Laternen, das sind die normalen. Ich habe die Spitzhacke repariert. Ich wollte jetzt einmal gerne zu den Kommentaren wechseln. Genau. Sei live dabei. Deine Kommentare. YouTube und Twitter. Daily Dose Minecraft. Honey! Aww. Und zwar, erster Kommentar ist hier von Lizzie Gaming. Gigantic fand ich auch cool. Oh ja, das Spiel ist geil. Das haben wir eigentlich nur so zufällig gespielt, weil die Schlange einmal so kurz war. Das war der Gigantic-Stand neben dem ganzen Simulatoren. Da war es relativ leer an dem Mittwoch. Und fand es total cool, auch wenn wir nicht gecheckt haben, wie man die eigentlichen Biester angreifen muss, die man vernichten muss, um zu gewinnen. Habe ich auch nicht verstanden. Jetzt noch ein paar Fragen. Bist du eigentlich auch mal an der Ubisoft-Bühne gewesen? Das war für mich immer ein totales Highlight, weil die da bei der Bühnenshow so abgehen. Interessiert dich Fallout 4 gar nicht? Nein, Fallout 4 interessiert mich tatsächlich gar nicht und mich schreckt einfach überall diese Hackfresse von diesem Medic-Kicken schon ab. Welche Spiele von Nintendo hast du angespielt und was war da dein Highlight? Also Ubisoft-Bühne hat mich nicht ganz so interessiert, das neue Anno schon, aber alles andere mehr so nicht, weil ich ja weder der Assassin's Creed noch der Fallout-Spieler bin. Das waren Spiele, die Serien, die habe ich nie miterlebt, die habe ich nie gespielt, nie gehabt, nie gemacht, nie. Und dann interessiert man sich auch meistens nicht so für die zukünftigen Teile davon. Final Fantasy habe ich auch erst sehr spät den Einstieg bekommen. Nintendo, was habe ich bei Nintendo alles gefunden? Also ich habe angespielt einmal, das kannte ich aber schon, also was soll ich sagen, ich habe bei Nintendo halt einfach schon in Frankfurt alles angespielt. Ich hatte auch verdammt viel Videomaterial und hätte auch total lustige Sachen für euch gehabt, wenn nicht meine SD-Karte in meinem Camcorder, in meiner Legria, einfach überhitzt und abgeraucht wäre. Toll, nicht wahr? Ich hatte irgendwie, keine Ahnung, 3 Stunden Videomaterial, wo ich hätte 1000 Sachen... Es ärgert mich so, es kotzt mich so an. Aber naja, gut. Immer noch gedacht, so, ach, dann vielleicht kannst du noch ein bisschen Material retten, aber die SD-Karte ist kaputt. Ist einfach kaputt. 32 GB SD-Karte für den Arsch. Ist ja nicht so, dass sie nicht ein bisschen was gekostet hätte. Ich muss jetzt wieder da hoch. Genau, und dafür muss ich mir ein bisschen Platz hier schaffen. Zack, zack, zack. Die Sonne geht auch schon wieder unter und ich habe noch nichts Produktives gemacht. Also alles wie immer bei Minecraft. Jetzt bin ich gerade am Überlegen... Ja, wir machen das schon auslaufend hier und dann machen wir nicht noch ein Stockwerk obendrauf, denke ich mal. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Aber erstmal gucken. Dann haben wir nur 2 hochgehalten, war aber da vorne ja dann trotzdem breiter, nicht wahr? Ja, also ich würde schon sagen 3 hoch. Und ich mache erstmal Querbalken. Wir gucken, ob wir die dann brauchen oder nicht. Ob wir die wieder rausreißen oder nicht. Das ist ja bei einem anderen Haus ja auch so. Muss man halt erst ein bisschen experimentieren. Was ich angespielt hatte, was ich noch nicht in Frankfurt anspielen konnte, weil es das in Frankfurt da noch nicht gab, glaube ich zumindest, war Xenoblade Chronicles. Fand ich ganz okay. Die Grafik ist halt leider so ein bisschen Pixelmatsche, wie man das leider zu häufig von Nintendo Wii U Spielen kennt. Das Kampfsystem war irgendwie total... Also ich habe keine Ahnung, ich habe die Knöpfe gedrückt, die der Stand nicht drücken soll und irgendwie hat der Charakter nicht angegriffen, hat er aufgehört anzugreifen, ist er weggelaufen und so. Ich habe halt da jetzt noch nicht so ganz gesehen, was ich da machen soll. Rumlaufen und gegen Monster kämpfen fand ich jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, also die Demo hat mir jetzt noch nichts gesagt. Sah cool aus, aber trotzdem war die Demo jetzt noch recht nichtssagend für mich. Was ich wieder sehr lange gespielt habe, war Star Fox. Weil das einfach scheiße viel Spaß macht. Das macht unglaublich viel Spaß. Hab auch dazu ein bisschen was aufgenommen. Das darf ich euch auch alles zeigen. Auch so Xenoblade darf ich euch zeigen. Dann wurde ich von diesen lieben, netten Herren aus der Nintendo-Presseabteilung im Mario Tennis mit dem unfairen Vorteil, dass er es schon mal gespielt hat, geschlagen. Arschloch. Ich bin... Nein, das gibt eine Revanche, das gibt sowas von einer Revanche. Also eines Tages gibt es eine Revanche, das müssen wir irgendwie machen. Aber es war sehr, sehr emotional, der Kampf war sehr, sehr emotional. Also Mario Tennis war ganz lustig, ist okay. Ist jetzt vielleicht so ein Spiel so mit Familie und Freunde, wenn man welche hat, ne? Und ansonsten, ja, Mario Tennis halt, ne? Das mit denen, dass man dann so Mushrooms bekommt und größer wird, fand ich irgendwie so ein bisschen...
Ui, toll. Ich meine... Huch. Brennt denn da einer? Hallo. Sie da. Aua. Gehen Sie wieder runter? Gehen Sie runter? Nein, ist mein Rasen. Gehen Sie runter? Nein. 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 So, das heißt jetzt davon. Die Grillen zirpen, aber so spät ist es doch gar nicht. Da brauche ich mehr davon. Ich hoffe, ich habe noch genügend von dem Grau... Ich sag nie wieder was. Was macht die Kuh jetzt eigentlich hier die ganze Zeit? Die findet es hier wohl cool. dann noch... Oh Gott, wie heißt es denn noch? Das Spiel, wo man die Geister fängt und mit denen kämpft. So ein bisschen actionreicher als Pokémon, weil das Kampfsystem interessanter ist. Das habe ich halt in Frankfurt anspielen können. Das habe ich aber nicht auf der Gamescom nochmal angespielt. Deswegen habe ich leider kein Videomaterial davon. Oh, das hätte ich zu gerne. Genauso wie das mit diesem... der neue Zelda-Teil für den Nintendo 3DS und so. Oh, es kotzt mich so an, dass alle Daten verloren gegangen sind von dem Nintendo Mittwoch. Mittwoch? Was ist Mittwoch? Dienstag, Nintendo Dienstag. In Frankfurt. Das ärgert mich so unglaublich. Da hatte ich auch irgendwie, das war so einer der Tage, wo als ich dann festgestellt habe, ich kann das nicht mehr retten und die Daten sind total unrettbar verloren, war auch so ein Moment, bei dem ich, wie soll ich sagen, die Lust verloren habe, an dem Tag überhaupt noch irgendetwas zu machen. Kennt ihr das, wenn solche Sachen passieren? Ja, okay, dann muss jetzt auch erstmal hier wieder alles gefüllt werden, ne? Damit ich hier noch raus kann, machen wir das erstmal so. Ich glaube, das muss höher. Das muss alles einen noch höher. Ich wusste, dass ich das wieder völlig umsonst gebaut habe. Das muss alles einen höher. Das sieht sonst komisch aus. Naja, so konnte ich wenigstens ohne Problemerei umlaufen und das ganze Zeug da abpacken und so. Sollte ja auch nicht das Problem sein. Ich meine, ich habe ja so eine fette Mega-Axt hier. Das ist gar kein Thema. Irgendwie habe ich mich auf den Bau hier nicht so vorbereitet. Also auf das hier drüben hatte ich mich irgendwie emotional vorbereitet. Von der Art und Weise, wie ich es bauen möchte. Und da nicht. Und mir fällt einfach der Name von dem Spiel nicht ein. Ich hoffe einfach, Kollegen von mir haben da ordentlich Reviews und Co. dazu gemacht. Abgesehen davon, dass man es ja sowieso alles sich selber angucken konnte. In den entsprechenden Infoseiten und so. Da ist das ja auch alles tausendfach verlinkt. Ich guck da mal, wo ich da Fenster reinmache. Das muss ich mir erst noch in Ruhe angucken. Erstmal machen wir das hier alles komplett zu. Ja, mein Highlight ist deswegen trotzdem immer noch Star Fox. Auch wenn das alles ziemlich cool so Spaß gemacht hat. Hier das mit dem kleinen Roboter und so. Das ist auch total niedlich, das Spiel für den Nintendo 3DS. Aber fand ich jetzt so... Ja, sind so Puzzlespiele, ne? Die sind ganz cool und so. Das ist halt nicht ganz so mein... Ich mag halt lieber Jump'n'Run oder halt solche Rollenspiele. Vor allen Dingen halt in dieser Pokémon-Manier. Und da ist das mit diesen... Oh, ich habe einfach vergessen, wie es heißt. Das sind halt so aus der japanischen Mythologie so Geistwesen, die Menschen heimsuchen. Und nur wir, weil wir ein entsprechendes Gerät besitzen, also zumindest bei uns in der Nachbarschaft, keine Ahnung von der genauen Story, können die dann halt sehen und halt sie einfangen oder besiegen und dementsprechend sie auch aufleveln und verändern. Und das ist nicht so ein Kampfsystem wie bei Pokémon XY setzt die Attacke ein, sondern das ist ziemlich anstrengend und actionreich. Fand ich jedenfalls und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten... Autsch. Ja, also mein Gamescom-Highlight mit war wirklich, wie gesagt, auch immer noch Garden Warfare 2, einfach weil es so unerwartet gut war. Ja, ich habe es nicht erwartet, dass es gut ist. Ich habe gedacht, okay, das wird jetzt ein billiger Abklatsch vom ersten Teil und sie wollen uns mal wieder das Geld aus der Tasche ziehen. Nee, ist nicht so. Klar, ist ein Vollpreistitel, aber er enthält einfach auch mehr, als es ein Add-on getan hätte. Und ein Add-on wäre halt wieder so rangeprökelte Story und Zeugmodus und bla und blub. Das hätten sie wahrscheinlich, war das gar nicht überhaupt kompatibel, so großartig erweitert zu werden, Garden Warfare 1. Und dann haben sie gesagt, nee, machen wir lieber ein Garden Warfare 2 und dann machen wir das auch schön erweiterbar. Und dann gibt es wieder ganz viel kostenlosen Content, wie beim letzten Mal auch. Das hat den Leuten gefallen, das machen wir auch. Dafür wird es halt einfach nochmal... Also es ist ein zweiter Teil, es enthält den Content des ersten Teils und ist zudem... jetzt wollen wir uns nach innen, eine Treppe nach oben. Ist zudem halt nochmal Content für ein ganzes Vollpreis. Also was da alles an Content drin ist... Wir werden mit Garden Warfare Plants vs. Zombies Teil 2 viel, viel Spaß haben. Sehr viel Spaß. Und ja, natürlich, das Sims 4 neue Freundschafts-Add-on.
das im November oder so rauskommen wird. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Hatten wir nicht noch andere Fragen? Und zwar war da, glaube ich, noch hier. Genau, von Natabia. Hast du andere YouTuber getroffen? Wenn ja, wen? Also jetzt mit YouTubern unterhalten, die eben nicht so aus dem Freundeskranz kommen. Mich mit anderen YouTubern unterhalten. Also ich habe ziemlich viele YouTuber getroffen. Gott, die nicht so aus dem Freundeskreis kommen, keine Ahnung. Eigentlich habe ich nur Leute getroffen, die ich kenne, mit denen ich auch irgendwie so ein bisschen befreundet bin, quasi, oder mehr oder weniger. Ich meine, zum Beispiel habe ich Kitty getroffen, Kitty Cupcake, also Erdbeerkätzchen, und Trash Tasmani, die sind da zusammen rumgelaufen. Dimi habe ich gesehen. Was weiß ich, Silvers Tochter, die kannte ich bis jetzt immer nur so vom Kommentare schreiben, Rock'n'Rollers, halt auch nur so vom Schreiben hin und her kennt man sich halt, klar, mit Wuschel bin ich da durch die Gegend gezogen, Tanne habe ich halt gesehen und keine Ahnung, wie gesagt, ich hab diverse Shoutcaster und Kollegen da getroffen, diverse Guildies waren da, also aus meiner Gilde, ziemlich viele Leute. Und ich habe YouTuber so im Vorbeigehen häufig viele gesehen, die ich gar nicht kenne. Mit denen hat Wuschel dann immer ein Selfie gemacht. Und ich stand daneben und habe gedacht so, wer ist das? Und sie so, das ist Palut, nicht so. Aha. Ja. Okay. Das war immer ganz lustig. Weil, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben sogar Unges Freundin haben wir gesehen. Ja. Wie noch? Also aus der Entfernung habe ich recht viele Leute gesehen, wo ich gedacht habe, ja, Gronkh bin ich heimsuchen gegangen, weil ich ja wusste, wo der war. Weil der war ja auch bei Square Enix und ich so, ja, da kannst du ja Backstage reingehen und so, weil die kennen dich ja alle, da kannst du mal Hallo sagen. Da habe ich vorher den Lars gefragt, ob ich Hallo sagen darf, weil ich wollte meinen Chef halt nach ein paar Jahren auch mal wiedersehen. Ich finde es immer noch ätzend, dass wir bis jetzt kein Netzwerktreffen gemacht haben. Ich meine, alle Netzwerke machen Netzwerktreffen und was machen wir? Gar nichts. Ich will Netzwerktreffen machen. Ich will mal alle sehen und ich will mich mal mit allen unterhalten können. Das wäre voll cool. Ich mache jetzt einfach hier auch Holzbalken rein, weil Gründe. Ich glaube, wir hatten auch da oben hier gar keine Holzbalken dann mehr gemacht, sondern das dann direkt mit dem Dach abgeschlossen. Von dem ich mich jetzt gerade frage, ob wir genügend Lehm für das Dach hier haben. Und ob ich mir eines Tages noch komplett den Fuß brechen werde, wenn ich hier häufiger runterfalle. Das ist aua, auch so eine Sache. Ja. Und ich habe jetzt fest entschlossen, dass diese Perücke hier mein Markenzeichen wird. Weil erstens sieht die so echt aus und zweitens das mit dem Lila und der mit der Haarfarbe ist total super. Mal abgesehen davon, dass ich diese Haarfarbe überall hatte, die mal so war meine Haare. Und dann sind sie einfach dunkler geworden, ja, Arschlöcher. Ich hatte auch mal viel dunklere Haare. Ich hatte mal schwarze Haare. Das hat sich so in meiner Kindheit so bewegt oder sowas. Ich finde die Frisur halt so, wie sie geschnitten ist, auch ziemlich cool. Deswegen bin ich halt am Überlegen, ob ich sie mir auch so schneiden lasse. Weil ich trage ja auch immer ganz gerne Löckchen. Ich habe so eine leichte Naturlocke. Aber auf der Länge habe ich halt vor allen Dingen auch keine Naturlocke mehr, was mich auch immer so ein bisschen gestört hat, weil ich eigentlich ganz gerne Haare auch lockig trage. Und dann habe ich sie meistens einfach komplett glatt getragen, weil es dann damit pflegeleichter war. Ich muss mir jetzt das Innenleben von dem anderen Haus nochmal angucken, damit ich es einigermaßen ähnlich baue, aber nur einigermaßen. Es sollten von der Dekoration und vom Stil schon gleich bleiben, die Häuser, aber nicht übermäßig gleich. War hier nicht meine Blume? Hat eins von den Schafen gefressen. So, Indigo fehlt natürlich hier noch. Ja, wir haben das hier mal drei hoch und haben wir direkt da drauf gemacht, wa? Das haben wir hier direkt drauf gemacht, jo. Das ist ja eigentlich auch ganz cool, so würde ich sagen, wa? Dann machen wir das halt da drüben auch so. Bisschen Außendeko vorher noch gestalten. Das ist Weihnachtsmusik, what the fuck? Das klingt schon viel besser, höre. Ach ja, hier brauchen wir auch wieder den Weg nach da vorne. Und natürlich entsprechend den Gravel, den wir um das Haus drumherum legen werden. Das ist jetzt hier ein bisschen anders gestaltetes Haus. Mal gucken, wie wir da die Außendeko machen. Muss ich mir nochmal genauer anschauen. Wahrscheinlich hier so ein bisschen in den Gartencharakter rein. Weil wir haben ja jetzt hier auch nicht einen Garten in der Backfront vorgesehen gehabt. Jedenfalls nicht konkret. Schauen wir einfach mal. Wird sich schon irgendwie ergeben. Dann hat das halt, ich meine, nicht jedes Haus hat einen Garten, ne? Das hier könnten wir noch ein bisschen anpassen. Sieht sonst komisch aus. Hier war aber ganz cool, alle Leute so zu treffen, teilweise mit rumzulaufen und so. Und es war aber auch ganz angenehm, alleine zu sein auf der Gamescom, weil man so nicht abhängig davon ist,
wie andere Leute drauf sind oder wann jemand zu trinken braucht oder auf die Toilette muss und so. Ich bin halt immer ziemlich ausdauernd, was solche Events angeht. Ich weiß nicht warum, aber ich meine, ich hatte eine Magenschleimhaut und hab die auch noch so ein bisschen, aber es geht jetzt schon zunehmend besser. Probleme halt mit dem Essen und Trinken und irgendwie war das einfach, als ich da war, alles weggeblasen. Also ich konnte essen ganz normal, als hätte ich keine Essprobleme und ich habe mich da wohlgefühlt und entspannt unter vielen Leuten. Ich konnte kilometerweit laufen, ohne Probleme zu kriegen, ohne dass mir irgendwas wehtat oder so. Man weiß es nicht. Aber ich habe mich auch vorher vollgeknallt mit B1, B3, B6, B12, Magnesium, Calcium, Zink und Eisen. Das scheint ganz schön Früchte getragen zu haben. Meine Fresse, ging es mir gut, war ich wach. Das scheint auch noch Nachwirkungen zu haben, ich mache das weiterhin. Ich stehe momentan um 8 Uhr morgens auf und gehe um 12 Uhr ins Bett. What the fuck happened? Das ist doch unnormal für einen Gamer. Das ist vor allem voll unnormal, weil ich immer gewöhnt bin, ja, jetzt ist so 8 Uhr, jetzt kannst du nochmal das und das erledigen. Dann denke ich mir so, scheiße, du bist ja eigentlich gleich wieder müde. Das bedeutet, du kannst nicht so wie sonst bis 3 Uhr nachts arbeiten. Ich muss meinen ganzen Tagesrhythmus umarbeiten. Und ich bin ein fauler Mensch. Ich brauche zwischendrin einfach so eine Phase, wo ich 3 Stunden lang gar nichts tue. Ich weiß nicht warum, aber ich brauche das. Das ist dann so ein ganz kurzer Moment, wo ich einfach dann keinen Bock auf nichts habe, außer in der Ecke liegen und an die Wand starren. Und das macht mir dann total Spaß. Das ist das Schlimmste, oder? Ich bin ein komischer Mensch. He's not the king. He's not the king. So, ich würde sagen, das war's dann auch erstmal wieder für heute bei Your Daily Dose, meine Kraft. Ich muss Gravel, wir müssen Gravel und Lehm holen, befürchte ich. Was werden wir hierfür drin eventuell noch brauchen? Ich glaube, wir haben nicht genug davon. Nee, definitiv nicht. Das ist das Holz, das ist auch das Holz. Ich packe erstmal gerade alles raus, was wir jetzt nicht unterwegs mitnehmen wollen. Weil wir müssen farmen, bevor wir hier irgendwas anderes machen können. Schlimm, schlimm. Wie komme ich jetzt am besten an Gravel? Es gibt doch diese riesengroßen Gravel-Berge in bestimmten Biomgebieten. So einen könnten wir suchen. Ich würde sowieso gern mal wieder was anderes machen, außer hier die ganze Zeit lang zu bauen. Rausgehen und ein bisschen forschen. Also werden wir uns ein gutes Backpack schnappen, schön was zu essen mitnehmen und einen Kompass und uns voll ausrüsten. Und dann gehen wir raus in Richtung der großen Lehmberge, die wir schon mal gefunden haben. Und schauen, ob wir dann in der Nähe Gravel finden und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Lehm. Wir haben da den Unterwasseratmungstränke. Ich sollte die Kürbisse mitnehmen. Diese Kibbis. Ja, schlimm, schlimm. Das muss schlimm für sie gewesen sein. Schlimm, schlimm. Ach, ich liebe es, ich liebe es. Also ich bin fast geneigt, selber mal ein Let's Play zu Simon the Sorcerer zu machen. Aber dafür muss ich das unbedingt nochmal spielen, damit ich wieder weiß, wo wie wo alles ist. Blind ist das nämlich intens. Okay, wir brauchen dann auch noch mehr Fackeln. Wir müssen uns auf jeden Fall gut vorbereiten. Da ist Kohle, hier sind mehr Fackeln. Wunderbar, machen wir das so. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Your Daily Dose Minecraft. Thematisch werde ich mir wieder ein paar Sachen raussuchen. Ich werde das aber vielleicht in Zukunft wirklich häufiger so machen, dass wir auch über Twitter unsere Themen suchen. Dass ich Twitter sage, dass ich, bevor ich eine Aufnahmesession mache, halt sage, ey, ja, ich nehme jetzt halt Minecraft auf hier auf Twitter wieder. Daily Dose Minecraft Honey Hashtag. Benutzen wir und Moment, wie genau heißt der Hashtag nochmal? TweetDeck, sag mir doch mal, sei mal so lieb. Ich habe halt TweetDeck immer offen nebenbei, ich sehe alles, was ihr schreibt. Das ist auch die einzige Möglichkeit für mich, einen Komplettüberblick über alles zu haben. Das ist Animal Crossing, das ist der Hashtag DDMC Honey, genau. Einfach DDMC Honey. Aber Honey H-O-N-Y, also ein ohne ein E, ne? Wirklich so Honey. Richtig schön behindert. Soll heißen, entsprechend darüber könnt ihr immer gerne Themenvorschläge schicken. Ich nehme ganz gerne das, was ich nebenbei auf Twitter kriege, weil dann auch mal aktuelle Dinge durchlaufen können. Und ich würde sagen, das ist dann unser Hauptthema. Jetzt habe ich die Fackeln weggeworfen, das wollte ich nicht. Das ist dann unser Hauptthema beim nächsten Mal. Ja, ich hoffe, jetzt passt die Kameragröße auch so. Ja, das Inventar ist nicht mehr verdeckt.
Das ist auch nicht mehr so verdeckt. Das Daily Dose Minecraft ist da vielleicht noch ein bisschen fehl am Platz. Müsste hier so hin, genau. Ich bin auch noch überlegen, ob ich halt wieder einen vernünftigen Rahmen drumherum mache. Aber ich finde die größere Webcam irgendwie schöner, weil man mehr vom Gestikulieren hat und von der Umgebung und man mehr sieht, wenn mir die Sonne kommt und geht. Aber da es jetzt immer tags ist, wenn ich aufnehme, habe ich auch immer Sonne. Zumindest am Nachmittag. Also ich muss nachmittags aufnehmen, weil tags da geht bei mir die Sonne auf und läuft dann da lang und bei mir sind die Fenster da. Ah, ich habe nur Abendsonne. Das ist der Vorteil, darum, weil es dann hier einigermaßen kühl ist. Was soll ich sagen? Achso, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer spannenden Entdeckungstour in Your Daily Dose Minecraft. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstagabend. Danke fürs Zuschauen, Kommentieren, Bewerten, dabei sein, favorisieren, teilen. Ich habe doch keine Ahnung, was man alles mit YouTube-Videos heutzutage machen kann. Manche Leute posten immer so Screenshots von YouTube-Videos und posten die auf Instagram mit dem Link dazu. Ich bin überfordert mit den Social-Media-Sachen heutzutage. Aber macht, was ihr machen wollt. Oder macht's nicht. Das ist euch vollkommen selbst überlassen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!